Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und wie versprochen, folgen hier jetzt die Inspirationen für deine Abendroutine, beziehungsweise erzähle ich auch, was meine Abendroutine ist. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, vor ein paar Tagen ging auch ein Video zu Morgenroutinen online und da erzähle ich auch noch mal kurz am Anfang, wie man am besten dranbleibt, wenn man sich neue Routinen erschafft. Also für mich ist der Abend einfach tatsächlich perfekt für diese Me-Time und auch sehr, sehr wichtig. Zum einen schlafen dann die Kinder, der Haushalt ist erledigt, dann beginnt meine Me-Time. Und die ist auch sehr wichtig, also die ist natürlich von dem her wichtig für mich, um zu sagen, jetzt beginnt die Zeit für Julia. Jetzt bin ich nicht mehr Mama, jetzt bin ich nicht mehr Selbstständige, jetzt bin ich Julia. Und auch nicht in die Falle zu rutschen und die Abendstunden nochmal zum Arbeiten zu nutzen. Weil ich musste lernen, für mich irgendwann mal zu sagen, so und jetzt habe ich auch Feierabend. Und den läute ich quasi mit meinen Abendroutinen ein. Das brauche ich einfach vom Kopf her. Und meine Abendroutine sieht immer Yoga oder Tai Chi vor. Yoga gerne so 15 bis 20 Minuten. Tai Chi, da mache ich immer die 8 Brokate, die dauern nur so 5 bis 10 Minuten, ich kann es nicht so genau sagen. Kommt immer darauf an, wie spät es abends geworden ist, für was von beiden ich mich dann entscheide. Dann schließe ich da super gerne eine kurze Meditation an, wirklich nur so 10, 15 Minuten. Und wenn mir danach ist, mache ich auch nochmal eine EFT-Klopfrunde, wenn ich jetzt irgendein Thema habe. Oder wenn ich merke, ich bin zu unruhig, um zu meditieren, dann klopfe ich erstmal EFT gegen Unruhe. Und dann mache ich zum Beispiel eine Meditation. Und dann können abendliche Rituale sein, lesen, einen Podcast hören, malen. Also was ich super gerne mache, kennen wir alle, diese Mandalas für Erwachsene oder Ausmalbücher für Erwachsene. Dafür habe ich mir früher nie Zeit genommen, obwohl ich das mega cool finde. Und ich verknüpfe das jetzt einfach. Ich höre nebenbei einen Podcast und ich habe immer so Schwierigkeiten damit, wirklich abzuschalten, so nichts zu tun. Und beim Podcast hören schenke ich aber meinem Hirn wieder Futter. Also mein Hirn braucht beständig Futter, will ständig Input haben, sonst kann ich abends schlecht einschlafen, wenn das nicht genug gearbeitet hat tagsüber. Und deswegen höre ich mir da gerne nochmal einen Podcast an. Es kann ein Business-Podcast sein, es kann aber einfach auch nur ein Podcast sein, wo ich den Leuten gerne zuhöre, weil die tolle Themen haben oder einfach lustig sind. Wie zum Beispiel höre ich jetzt super gerne den Podcast von Bülent Ceylan, einfach weil ich den Typen gut finde. Und da nebenbei male ich dann einfach. Also der Fernseher ist bei mir abends super selten an. Also früher, da habe ich Serien gesuchtet. Mittlerweile mache ich das mal bewusst. Ich sage, okay, jetzt die nächsten 2 Wochen gucke ich mir eine Serie an. Und dann bleibt der aber auch wieder mal viele Abende aus. Oder ich weiß, auf Netflix kommt an dem Abend ein zweiter Teil von einem Film, den ich gut finde. An dem Abend ist Filmeabend. Aber ansonsten gucke ich abends tatsächlich sehr, 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 sehr selten Fernsehen, weil mich das einfach nicht nährt. Ja, die anderen Sachen, die bringen mir viel, viel mehr was, aber auch das war ein Prozess. Also super ist auch für einige abends Hörbuch zu hören oder Sport zu machen oder wenn du die Möglichkeit hast, nochmal rauszugehen, spazieren, Fahrrad fahren, mit netten Leuten telefonieren, Leuten, die dir wirklich auch Energie schenken, schreiben, Journaling ist abends auch eine wundervolle Sache. Also das, was dich nährt, wieder so diese Frage auch, was hast du vielleicht früher gerne gemacht? Ich hatte letztens eine Mama im Coaching, die früher gerne genäht hatte und dann gar nicht wusste, warum sie eigentlich damit aufgehört hat und dann einfach wieder angefangen hat. Also was hast du früher gemacht, was dir Freude bereitet hat? Fang damit wieder an. Was sind so, wo du sagst, oh, das wollte ich schon immer mal ausprobieren, dann mach das mal. Irgendwas Kreatives, irgendwas nähen, sticken, irgendwas, ja. Vielleicht hast du auch schon lange dieses eine DIY-Projekt im Kopf. Dann fang damit abends an. Es geht darum, etwas für dich zu tun. Irgendwann im Laufe des Tages einfach mal so ein Zeitfenster zu schaffen, was nur für uns ist, für Julia. Nicht für die Mama, nicht für die Selbstständige, nicht für die Tochter, nicht für die Freundin, nicht für die Schwester, sondern für Julia, die das jetzt nur für sich macht und für niemanden anderes sonst. Das ist das Wichtige bei diesen Morgen- und Abendroutinen, dass du es nur für dich machst. Natürlich schwingt da das große Ganze mit. Wenn ich mir Zeit für mich nehme, bin ich ruhiger, bin ich ausgeglichener. Das wirkt sich natürlich auf mein Umfeld aus. Aber vorrangig machst du das für dich. Schreib mir super gerne in den Kommentaren, ob du eine Abendroutine bereits hast und wie die aussieht, was du da so gerne machst.
Wenn dir das Video gefallen hat, wenn dich das inspiriert hat, wenn dich das motiviert hat, dann gib mir auch gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!